Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Dead Space. Nachdem jetzt ein paar Tage lang nichts mehr kam, weil ich kein Internet hatte, weil mir einfach der alte Router kaputt gegangen ist. Deswegen kam kein Internet. Jetzt habe ich einen neuen Router bekommen. Jetzt habe ich wieder Internet und ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil gestern ging das Internet nur am Handy und am Computer und am Laptop gingen nur Google und YouTube. Aber keine andere, also ein paar vereinzelte Seiten noch, aber so die Masse an Seiten ging einfach nicht. Und auch Skype und Spotify und mir fällt gerade nichts anderes mit Internet ein. Das ging alles irgendwie nicht. Warum, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich dann heute Morgen noch was gucken, ob ich irgendwas falsch angeschlossen habe. Aber heute Morgen ging auf einmal alles. Also, mal gucken. Vielleicht kennt sich von euch ja irgendwie einer damit aus, der mir dann sagen kann, was das ist, aber ich weiß es nicht. Am Handy ging wirklich jede Seite. Egal, komm, wir fangen mal an. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Okay, habe ich Knopf? Nö. Dann, falsche Taste. Die brauche ich. So, ja, die Muni brauche ich definitiv für die Waffe. Wie viel Muni habe ich da? Ach, ein Schockwurzstock, okay. 24. Okay. Ich glaube... Ach nee, der hat sogar 60.000 gekostet, glaube ich, oder? War das nicht so? Ja, 60, nicht 50, 60. Da fehlt mir noch viel mehr. Ich habe dadurch jetzt halt auch schon lange nicht mehr gezockt. Ich meine, ich hätte Dead Space... Wobei, hätte ich es auch... Naja, okay, ich konnte mich bei Origin ja nicht mal anmelden. So. Voll die gute Idee, hier so wo... Hier so direkt unter den Lüftungsschacht zu stellen. Ich konnte mich bei Origin ja nicht mal anmelden, also... Hätte ich wahrscheinlich eh nicht zocken können. Ich bin mir nicht sicher. Normalerweise kann man sich ja noch immer so... Scheiße. Oh, warum mache ich das? Mann! Alter, muss das sein? Oh, Alter! Hä? Hallo? Ist da einer? Da unten sehe ich einen. Direkt hier aber nicht. Okay, da unten sehe ich mehrere. Mann! Voll viel Muni verschwendet, scheiße. Okay, die Viecher, die ich sehen konnte, habe ich schon mal ausgeschaltet. Da komme ich nicht ran. Erstens von der Entfernung, zweitens, weil das Geländer davor ist. Okay.
Also man merkt auf jeden Fall, dass es zum Ende hingeht. Es wird nämlich irgendwie viel gruseliger. Auch von der ganzen Soundkulisse. Oder? Ja, ein bisschen nehme ich davon mal wieder mit. Weil wenn wir für die anderen keine haben, dann will ich hier also für die Waffe wenigstens genug haben. Noch weiter runter oder wo geht das hin? Ich gehe aber nochmal da lang. Um mir Items zu holen. Vielleicht Muni. Da ist halt wieder für die Waffe, die ich gerade benutze, Muni. Hier auch. Credits. Ja. Okay. Für die Waffe, das ist gut. Ja, es hat sich aber gelohnt. Hier zum Kasten. Dann vier Schränke. Allein für die Credits hat sich das gelohnt. Moment, war ich jetzt in den Schränken? Nee. Wäre ich einfach vorbeigelaufen, okay. Brauche ich nicht. Also allein schon für die Credits hat sich das richtig gelohnt, hier lang zu gehen. Ja, die würde ich gerne mitnehmen und die Muni auch gerne. Irgendwas wird doch passieren. Glaube ich. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinese-Modul benötigt. Da hinten und da hinten. Da schön den Kopf wegballern. Und der da. Die Frage, kommen hier gleich immer mehr, bis ich das ausgeführt habe, oder? Ach da. Sollte weitermachen. Schnell weiter. Autsch, Alter.
Weiter. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Der Lastenaufzug. Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt ins Shuttle verladen. Beeilung! Wow, das ging schnell. So schnell hätte ich jetzt gerade nicht mit dem gerechnet. Ups. Bloß nicht den Bauch wegballern bei dem. Die brauche ich nicht. Die dafür sehr gerne. Die Credits nämlich auch gerne mit. Die auch. So, mal gucken. Habe ich irgendeine Scheiße aufgenommen? Weil ich habe vorhin einfach E gedrückt. Eigentlich nicht, aber... Das ist ein mittleres, ne? Ja gut, das habe ich. Zeig ich mir mal. Ja. So. Ja, wieder zurück. Oh, da ist noch ein Knoten. Moment. Ein Stasepack würde ich nämlich echt gerne haben. Da lege ich dann einfach mal. Ach, wobei, da habe ich nicht mehr so viel Muni von. Ja, komm. Stasepack. Ist eigentlich immer wichtig, so ein Stasepack dabei zu haben. Das habe ich so in der letzten Folge gelernt. Laufen. Schneller laufen. Noch schneller. Huch. Hallihallo. Okay, da ist noch eine Werkbank. Jetzt habe ich auch einen Knoten. Weiß ich nicht. Das dachte ich mir im letzten Mal. Leben, ne? Genau. Okay, wir haben jetzt das maximale Leben. Halt deine Schnauze. Hallo? Ist hier hinten irgendwas? Okay. Ich will echt nicht hier rein. Ich will da echt nicht rein. Deswegen mache ich es jetzt. Hier ist nichts. Okay. Hat sich gelohnt. Nichts passiert. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ja. Wie viel Geld? Okay, wir brauchen nur noch
Fast 12.000, das geht. Dann können wir uns das letzte Anzug-Upgrade holen. Ja. Verbringen wir die letzten Minuten der Folge nochmal mit Aufzug fahren. So lange wie das gerade dauert. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Da. Gut, dass hier Licht angeht. Ach! Wow. Den Raum kennen wir doch. Ja, den Raum kennen wir sehr gut. Das ist der Raum aus der ersten Folge. Oder zweiten? Nee, ich glaube sogar ersten. Da, als ich hier drin war und dann das Monster reinkam. Und da muss ich durch. Oder was? Nee, doch nicht. Nehme ich aber trotzdem die Tür auf. Weil ich einen Kasten habe. Der sich nicht gelohnt hat. Okay. Ist da noch was drin? Nö. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.